Armani, wenn du das siehst, ich bitte dich, melde dich, lass uns reden. Du kannst dich auch bei mir melden, oder? Du weißt, hier Rechtenstein hat euch aufgenommen und ihr wart für alle willkommen. Und wenn du Hilfe brauchst oder einfach reden willst, melde dich. Ich wünsche das Beste für dich und ich wünsche ganz arg, dass du lebst und dass du ein wunderschönes Leben hast. Und wie gesagt, melde dich doch. Verzweifelte Worte von Armanis Nachhilfelehrerin Beatrice Fernandez. Sie hatte sich in den letzten Jahren um die vermisste Teenagerin und ihre Familie gekümmert. Rückblende. Ein unbeschwerter, ein glücklicher Moment. Armani al-Jafal in ihrem Klassenraum. Sie lacht mit einer Freundin, strahlt. Armani, das Mädchen, das mit ihrer Familie 2017 aus der Hölle des syrischen Bürgerkriegs in Aleppo nach Baden-Württemberg floh, ist in Deutschland angekommen, doch seit 26. Juli frühmorgens ist sie spurlos verschwunden. Sie ist am 26. Juli morgens noch von Rechtenstein, wo die Familie wohnt, nach Ehingen mit dem Bus gefahren, ist dort am Bahnhof noch gesehen worden, wie sie aus dem Bus ausstieg und in Richtung Weierstraße ging. Das ist die Richtung, wo auch ihre Schule ist. Und unterwegs wurde sie dann gegen 7.20 Uhr nochmal gesehen im Bereich von zwei Straßen. Am Ramminger heißt eine davon. Und dort in diesem Bereich haben Zeugen sie nochmal bemerkt. Ihren grauen Schulrucksack mit den schwarzen Punkten findet eine Spaziergängerin ganz in der Nähe der Magdalena-Neff-Schule in Ehingen in einem Wäldchen. Die Polizei hat die Fundstelle auf dem Waldboden 3 Meter von einem Pfad entfernt mit roter Farbe markiert. Wurde Armani verschleppt? Auffällig, in ihrer Schultasche fand die Polizei Handy, Geldbeutel und Schulsachen. Seither wird unermüdlich nach der jungen Frau gesucht. Angehörige und Freunde des Mädchens werden befragt. Bislang erfolglos. Das war so furchtbar. Ich hab's vom Nachbarn gehört. Der hat mir das auf Facebook geschickt und es hat mich total schockiert. Ich habe in dem Moment Angst gehabt, dass ich umgebracht ist oder ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Wir wollen mit Armanis Vater sprechen, aber die Familie lehnt ab. Freunde von Armani zeigen uns dieses Instagram-Profil. Hier lebt Armani offenbar eine Fantasie aus, gibt sich als Mädchen aus Korea aus, teilt Manga-Bilder und Liebespostings mit einer Internetliebe. Hier ist auf Arabisch zu lesen: Du Schöne. Wie viel Wahrheit, wie viel Wunsch und Fantasie in diesen Postings steckt, unklar. Wo steckt Armani al-Jafal? Für ihre Nachhilfelehrerin gibt es 2 Möglichkeiten. 2 Sachen. Entweder hat der Vater die Chance genutzt, um sie zu entführen und zu verheiraten, oder Armani hat es geschickt geplant, dass sie dann gehen konnte, ihren Weg gehen konnte. Die Fahndung nach Armani läuft. Die Polizei hat im vermissten Fall folgende Fragen. Ja, für uns ist es zunächst einmal ganz wichtig zu sehen, ob es jemanden gibt, der etwas Verdächtiges beobachtet hat, gerade in der Nähe dieser Straße am Ramminger, in der Nähe des Berufsschulzentrums. Wir fragen natürlich nach etwaigen Videoaufnahmen, wenn jemand zum Beispiel mit einer Kamera, mit einer Dashcam, mit dem Handy im Bereich des Bahnhofs Ehingen oder der gewerblichen Schule an diesem 26. Juli Aufnahmen gemacht hat. Das könnte für uns wichtig sein. Wir suchen Personen, die zuletzt Kontakt hatten mit der Familie der Armani. Vielleicht weiß jemand auch eine Kontaktperson von Armani, die sonst niemand kennt. Das sind Dinge, die uns natürlich brennend interessieren, aber auch andere Hinweise, jeder noch so kleine Hinweis, kann für uns wichtig sein. Ich bin jemand, der hier ist. 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 Ich